Moin liebe Fans, ich bin der David. Ich bin der Eze. Und wir sind heute gemeinsam an unserem freien Tag beim Zimmerduell. Sind gespannt, was uns erwartet und hoffen, dass wir einige Punkte holen können. Und ja, hoffen wir schneiden gut ab, ne? Wir schaffen das, sag ich. Hi Eze, hi David, herzlich willkommen beim Zimmerduell. Vor euch liegen drei kleine Spiele. Im ersten Spiel müsst ihr schätzen, im zweiten Spiel schnell sein und im dritten Spiel dann blindes Verständnis beweisen. Seid ihr bereit? Ja. Sind wir. Alles klar, dann starten wir mit dem ersten Spiel. Wie gesagt, ihr müsst da schätzen. Ihr könnt bis zu 10 Punkte erzielen in diesem Spiel. Dafür müsstet ihr die Antwort genau richtig haben. Pro 10% Abweichung von dieser richtigen Antwort wird euch ein Punkt abgezogen. Wir möchten von euch wissen, wie hoch ist der Großglockner, der höchste Berg Österreichs? Ihr sprecht euch gerne ab. Ich vertraue auf dich. Meine Schulzeit liegt länger zurück als deine. Exakt. Ich muss kurz überlegen. Der höchste Berg Österreichs. Ich würde sagen 4. 4,5. Okay. Die Range ist halt hoch, ist irgendwo zwischen 8 und 4, würde ich sagen. Aber 7 ist viel zu hoch. Ja. 6 ist auch viel zu hoch. Ich glaube, 4 ist sogar schon relativ hoch. Wir waren gestern, vorgestern, waren wir auf 900 Meter Höhe, hat er gesagt. Ja. Und dann hast du noch so diese Gebirgslandschaft gesehen. Ja. 4,5. Oder sagst du weniger? 4,3 sagen. 4,3. Ja, das kann entscheidend sein, du weißt ja. 4,3 ist eure Antwort? Ja. Dann sind das 8 Punkte. Die richtige Antwort sind 3.798 Meter. Also wart ihr etwas zu hoch, aber war ganz okay, ne? Kommen wir zu Spiel 2. Da müsst ihr, wie gesagt, eben schon Schnelligkeit beweisen. Ihr habt 19,07 Sekunden Zeit, um bis zu 12 richtige Antworten zu nennen, die ihr uns dann abwechselnd gebt. Wenn jemand falsch antwortet, kann einfach der andere weitermachen, nur dass eben dieses Wechselspiel zwischen euch immer da ist. Nennt uns abwechselnd die Länder, die seit 1982 Gastgeber einer Fußball-Weltmeisterschaft waren. Eure Zeit läuft ab jetzt. Deutschland. Brasilien, Südkorea, sag irgendwas. Kroatien, Südafrika, sag irgendwelche Länder. Spanien. Ja, Spanien lassen wir noch gelten, dann habt ihr 5 Punkte in diesem Fall. Jetzt haben wir irgendwas gesagt, dann hätte ich weiter gesagt. Guck mal, Russland war. Hey. Also die richtigen Antworten, wir gehen mal von 2022 zurück, sind Katar, Russland, Brasilien, Südafrika, Deutschland, Japan, Südkorea, die waren zusammen Gastgeber 2002, Frankreich, USA, Italien, Mexiko und Spanien. Mexiko hätte ich nicht gewusst, Spanien hätte ich nicht gewusst, ansonsten an die anderen würde ich glaube ich, und Italien hätte ich nicht gewusst, aber die anderen. Italien ist Deutschland ja 1990 Weltmeister geworden. Stimmt. Damit steht ihr jetzt nach 2 Spielen bei 13 Punkten. Im dritten Spiel könnt ihr noch 3 Punkte erspielen, also noch eine Gesamtpunktzahl von 16 erreichen. Dafür müsstet ihr euch Rücken an Rücken setzen. Wir machen also eine kleine Umbaupause, in der ihr euch schon mal entscheiden könnt, wer für Blau und wer für Grün stehen möchte. Jetzt im dritten Spiel ist euer blindes Verständnis gefragt. Nur wenn ihr beide gleich antwortet, gibt es einen Punkt. Es gibt allerdings keine falschen Antworten. Ihr habt euch gerade schon geeinigt, Eze ist grün, David ist blau. Ja. Alles klar. Wer von euch würde eher Sandalen mit Socken tragen? Jetzt draußen, privat. Wann auch immer. Eze ist noch vorsichtig, Antwort lässt auf sich warten. David hat sich schon entschieden. Ich habe eine ganz klare Meinung. Ja. Was? Badelatschen mit Socken tragen beide auf jeden Fall gerne. Ja, das ist ja was anderes. Ja,
Ja, da habt ihr unterschiedliche Auffassungen. Nein! Ihr habt jeweils den unmöglich. Anderen genommen in ich dieser Runde. Also kein Sandalen mit Socken. Unmöglich, dass du schon siehst. Kommen wir zur zweiten Frage. Aktuelles Schützenfest in Paderborn. Wer wäre von euch beiden der bessere Schützenkönig? Dave. Ich überlege jetzt, was du sagst. Ja, auch hier seid ihr euch nicht einig. Was? Nein. Wart ihr schon mal auf Schützenfest? Habt ihr es euch vorgenommen? Also läuft das noch, wenn wir da wieder zurück sind? Nee, heute ist letzter Tag in Paderborn, aber es gibt noch genügend andere Schützenfeste im Umkreis. Also eins oder zwei könntet ihr durchaus noch mitnehmen. Wir noch mitnehmen. Eventuell. Ich muss das mal angucken. Überlege ich mir nochmal. Kannst dich davon überzeugen, dass du der Beste bist. Yeah. Aber du weißt, blau bist du, gell? Ja, ja, schon klar. Blau bist du. Nur zur Verständnis. Eine Chance habt ihr noch. Letzte Frage. Wem von euch stehen Lederhosen besser? Ja, das ist klar. Konzentrier dich. Das ist ja. Einfach. Denk nochmal drüber nach und dann mach ich. Das ist hoch. Ganz klar. Okay. Es ist ganz klar, aber ihr liegt ganz klar unterschiedlich. Oh nein, nein. Du kommst aus München und sagst zu mir, die stehen mir besser. Er hat nichts damit zu tun. Ja, womit sonst? Bei uns gibt's sowas nicht. Also. Wer von euch hatte denn schon mal Lederhosen an? Ich noch nie. Auch noch nie. Auch noch nie. Wie? Noch nie. Auch wenn ich aus München komme, aber auch noch nie. Na, vielleicht ist Libori dann soweit, wenn es in die Almhütte geht. Damit war Spiel Nummer 3 leider eine Nullrunde für euch und ihr bleibt bei euren 13 Punkten von insgesamt 25 möglichen. Wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis? Höchst unzufrieden, würde ich sagen. Ja, ich glaube, gerade hinten raus hätten wir, wenn du einfach zugegeben hättest, dass du waschechter Münchner bist. Zugegeben? Ach so. Mindestens einen Punkt geholt. Das wär. Woran hattet ihr legen? Das ist immer so die Frage, ne? Das ist halt das Ding. Ja. Ich glaube, der hat die Farben vertauscht. Aber ist nicht schlimm. Nächstes Mal. Ja. Wer sind denn die Nächsten, die dran sind? Also Nika und Pelle sind noch dran. Ja. Und dann unser jugendliches Duo Paul Donner und Elias Ansa. Okay. Okay. Wenn wir gegen die verlieren, ne? dann vor allem schwach. Die beiden, dann haben wir ein Problem. Dann ist sehr schwach, da müssen wir uns hinterfragen. Aber einiges. Das war unser Zimmerduell. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Die Punkteausbeutung hat hoffentlich für den zweiten oder ersten Platz gereicht. Mal gucken, wir lassen uns überraschen. Genau. Viel Spaß damit. Und wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, ein Like da zu lassen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bleibt gespannt, wie es weitergeht. Ciao, ciao.